Willkommen zurück zu einer neuen rüsseltastischen Folge Fliegensimulator mit dem Lieblingsschädling der Kinder, Kreis. Und der hoffnungslos überforderten Pizzatante Helen. Was tue ich mit meinem Leben? Tja, wir haben dich engagiert. Wir haben bezahlt und jetzt musst du liefern, Mädchen. So ist das eben. Jetzt will ich gerade mal ein paar Fliegen erschlagen und kommt direkt die nächste. Ja, du musst dich um deine zahlreiche Kundschaft kümmern. So ist das was, eben. Wieso? Er hat dich gegessen. Aber weißt du, was ich jetzt mache? Ich werde deine Leiche ficken. Guck mal, das geht. Alter, soll ich noch liegen bleiben, oder? Ich bin nekrophil. Oh, sie hat eine Spritzpistole. Komm wieder. Okay, ich spawne neu. Spawne neu. Hey, hör doch mal auf, Helen, ich bin betrunken. Helen, das ist uncool. Ich beende unsere Beziehung. Ich beende unsere Beziehung, Helen, wenn du es nochmal machst. Du seist gewarnt. Stehst du da nicht drauf? Nee, da stehe ich nicht so drauf, kleine Squirtarella. Er spritzt lieber selbst. Ich war schon immer eher so der Spritzer. Hä, was sie. Guck mal, sie hat ein Messer, wie sie abgeht. Richtig krass, ne? Sie wollte Selbstständigkeit. Da sagt sie die ganze Zeit immer so: Ja, ich bin Veganerin, ich kann keiner Fliege was zuleide tun. Ja, hier, unschuldige kleine Fliegenfamilien mit einem Messer abstechen. Ist ja auch so vegan. Aber ihre Pizza ist ohne Fleisch. Das stimmt, ja. Das stimmt. Das sind Zucchini-Scheiben und keine Salami. Komm, lass uns hier oben. In the air tonight, Kreis. In the air tonight. Komm schon, wo bist du? Kreis, wo bist denn du? Ey, sie will uns abwerfen. Sie will uns abwerfen. Oh mein Gott, sie hat jemanden getroffen. Ich habe da hinten Fliegenblut gesehen. Oh nein. Komm hier hinten in die Bumsecke. Wow. In den bekannten Bumsclub. In den alten Bumsclub. Oh, warte. Komm schnell rüber. Ich bin drin. Hier, ja. Ja, okay, schön. Alles klar. Wie Luft die Trucker damals in den 90ern, als es noch illegal war. Oh Gott. Oh, ich muss ablaufen. Egal, drück einfach raus. Oh, mein Larvloch ist aber schon ganz bunt. Ich habe schon ein ganz buntes Larvloch. Oh, da ist Bodenpizza. Begönn dich. Nee, ich glaube, die holt Waffen. Ein Brecheisen. Alter. Ich bin total durch. Half-Life. Wie hieß der Typ aus Half-Life nochmal? Gordon Freeman? Gordon Freeman. Alter, sie bringt unsere Freunde um. Die war noch so jung. Komm schon. Ja. Wir müssen uns ein bisschen Pizza gönnen. Helen, hör auf. Du kriegst mich nicht hier oben. Oh, die Frau hat Menstruationsblutungen da, dein Gast. Dein Gast hat leider in den Räum Saal. Räum lieber mal hier deinen Laden auf. Ist ja furchtbar, wie es hier aussieht, Kind. Mann! Das fordert mich sowieso schon, das Spiel. Ja, das ist eben was für junge Menschen, Helen. Achtung, Vorsicht. Vorsicht, sie hat einen Wisch. Bodensex. Hör doch auf, Helen. Ich hab mich voll abgeworfen. Achtung, sie hat die Spritzpistole. Oh nein, ich sinke zu Boden. Vorsicht, schnell, geh weg, Kreis, geh weg. Ich bin wieder trocken. Dir. Oh, das kann doch gar nicht wahr sein. Ich bin der Fliegenmeister. Guck mal hier, Kundschaft, Helen, beeil dich. Beeil dich, die wollen Pits. Kennst du den Film Die Fliege, Alter, wo er da in den Spiegel spritzt? Mit so Und mach mal hier die Stühle richtig. Ich bin nämlich Managerfliege. Kannst du mal aufhören, mich zu überfordern hier? Mein Gott. Der Druck, weißt du, das ist psychologisch. Fliegen machen hier einen psychologischen Job. Er will Mindgames mit dir machen. Lass dich da einfach nicht drauf ein. Ich brauch Sex. Wo bist du? Ich brauch ganz dringend Sex. Ja, komm, der Umschlagort. Komm. Du weißt schon. Die Stelle, wo wir es immer tun. Du weißt schon. An den alten Containern. Da. Hinterm Schulhof. Hinter der Pinata. Gutes Kind. Gutes Kind. Okay, ab und ablaufen. Gutes Fliegenkind. Achtung, sie hat irgendwas, oder? Moment, hier vorne ist frische Pits. Und sie hat einen Kunden. Sie ist abgelenkt. Ah, ich habe auf die Theke gelarvt. Aber sie hat schon 1300 Punkte, ey. Wir kommen nicht hinterher. Ja, wir kommen noch nicht. Das noch, wird aber. Noch führt sie ein gutes Lokal, aber irgendwann. Wo sind die denn? Glaub mir, sie bricht ein. Sie oh, sie kommt! Ein. Oh Gott! Sie ist ein Brechi! Nein! Oh nein, rette sich, wer kann? Sie ist immer noch da. Da ist ein Bodenpizzastückchen. Hier, Kundschaft, Helen. Kundschaft, beeil dich lieber. Oh sie Gott, bringt sie lieber um. Sie denkt sich so, nee, heute nicht. Boah, lass mich doch durch, mein Gott! Okay, ich bin bereit für Sex. Ich noch nicht, Oh nein, die Pizza ist alle. Hier drüben ist noch ein bisschen Pizza bei dem Lumpenmann. Beim Lumpenmann? Oh, der Lumpenmann hat Pizza. No. Achtung, sie kommt! Sie hat einen Mob. Mit was? Sie hat den Tod gemobbt! Oh, sie tötet ihre Kunden, um die Fliegen. Da setzt sich wieder einer hin. Ganz ehrlich, so Fliegen können einen wahnsinnig machen, oder? Ist ausgerutscht. Ja, ja.
Man merkt schon, man hört schon das Zähneknirschen in der Ferne. Kann Helen den Druck aushalten? Ich denke, kann ich nicht. Sie hat gerade eine Marder-Pizza. Achtung, Vorsicht! Ich würde sagen, rödeln. Rödeln drüben am Rödelsmarkt. Aber ich kann nicht rödeln. Bist du okay, aber dann lass mich halt rödeln. Lass dich hier ein bisschen durchrödeln. Sollen wir gleich mal ins Badezimmer gehen? Rödelst du mich? Mann, ich hab mich Ja, das ist gut, Greis, das ist gut. Ja, aber das ist unfair. Jetzt liegt da nämlich schon eine Pizza und wenn sich da gleich einer hinsetzt, weißt du, dann frisst der direkt. Ja, ja, das ist so ein alter Trick, die Pizza schon mal hinlegen. Das ist ein Profi-Trick. Das ist ein alter Pro-Trick. Achtung, Level up, kommt yes. Da kommt ein Kunde. Kann der Kunde sich setzen oder wird er ausrutschen? Nein, er sitzt. Du kannst ihm auch eine Pizza vom Tisch bringen oder so, ne? Die Bodenpizza da, die gute. Ah, oh, eine frische mit Brokkoli. Schwarze Oliven. Oh, da kommt noch ein Kunde. Bei ihr läuft's wieder. Schwuliven. Lass mich mal auch mal ein bisschen rankreisen. Ja, sie hat ein paar Punkte geopfert für die große Absahnparty, ne? Oh. Ey, komm mal mit, ich weiß, wo wir ordentlich... Moment, ich bin noch nicht bereit. Okay. Die hat noch einen Kunden. Folge mir dann gleich. So, jetzt, okay? Wo geht's rund? Komm mit, ich zeig dir eine gute entdeckt? Stelle. Da alles kann uns klar. Keiner sehen. Komm mit. Oh mein hier. Gott, das ist ja mal wirklich, das ist ja schon fast Hacken. Alter. Ein schattiger Rödelplatz. Ja, ne, oder? Hier ist geil. Ja, gib's mir. Zeig mir mal deinen Rüssel. Geil, du. Zeig mir mal deinen Rüssel. Ah, geil. Oh, sie macht die Wasserpistole super. Voll. Ich sehe es, ich fliehe in die Tiefen. Und ich leiche ab. Okay, ich muss auch ablarven. Ablarven. Mein Larvloch ist total entzündet. Geht's, Alter? Nimm doch mal so eine Creme. Guck mal, wir können uns gar nicht richtig. Oh nein, Alter! Was machst du jetzt schon wieder? Ich bin gegen einen harten Pizzarand geflogen, ich weiß nicht. Kundschaft! Hey! Fuck, die hat ein Messer! Fuck! Die hat ein Messer, wallah! Wallah, ich schwöre, die hat ein Messer! Helen! Bist du noch da? Oh, ganz knapp, ui! Oh, wie viele seid ihr mittlerweile? Wir werden immer mehr. Erst 9 Stück, weil du alle umbringst. Was machst du da mit dem Wein? Ah! Sie schmeißt alkoholische Getränke auf mich! Ah, Ibims! Sie will mich abfüllen und dann mit nach Hause nehmen. Sie will dich gefügig machen. Ich bin ihre Lieblingsfliege. Jetzt hat sie den Stuhl umgeworfen. Sie so, oh, keine Kunden da, warum soll ich aufräumen? Ach, da kommt jemand, Helen. Mach lieber einen guten Eindruck. Mach lieber Auge, ne? Oh, oh. Mach lieber Auge auf Kunde. Ja, den kannst du bedienen, den jungen Mann. Der will bedient werden. Bedien den mal. Hey, wie sie hier geheime Pizzen auch zwischengelagert hat. Ne? Ja, sie hat schon so eine Pizzaroute. Achtung, Vorsicht, die schwenkt hier gerade ganz... Achtung, sie hat eine Schippe! Sie hat eine Schippe! Wurde ich mit der Schippe getötet? Sie hat den Typen sogar gekillt. Alter, hör doch auf, Helen! Sie hat ihn umgebracht. Einfach nur so. Gnadenlos. Sie kennt keinen Skrupel hier. Guck mal, jetzt drischt sie auf die Leiche ein. Helen, wenn du die Leute tötest, dann musst du danach wischen, ne? Ja. Du machst dir nur mehr Arbeit. Helen, wie wär's denn, wenn wir friedlich nebeneinander koexistieren? Du gibst uns ein bisschen was von der Beute ab und wir lassen deine Kundschaft in Ruhe. Was meinst du? Könnte so ein Hands-on-Geschäft werden. Ja. Ja, guck mal hier, der rennt sogar. Alter, die hat den Kaktus von Stück Holz hinterhergeworfen. Jetzt dreht sie langsam Minuten durch, nichts. Ne? Ja, das gestörte Lachen. Wahnsinnig. Ich bin gestorben, wieso? Jetzt musst du erstmal Leichen entsorgen. Das will ich jetzt. Alter, da liegt ein Haufen Menschen rum, ne? Da die Frau liegt ist sehr gnadenlos. Viel Mensch, ja, sie ist ziemlich durch. Schade, dass wir uns nicht von den Leichen laben können, das wäre nice. Ist doch eigentlich auch so ein Fliegending, oder? Eigentlich schon. Klowasser und Leichen. Oh. Ich will hier ein bisschen Pizza, aber ich kann nicht essen. So, jetzt. Alter, guck mal, wie sie unsere Zivilisation, wie wenig wir auf einmal sind. Ja, wie sie uns wieder ausgerottet hat. Komm, lass uns hinten in die angenehme Ecke gehen, du weißt schon. Angenehme Ecke? Soll ich mich da von dir bestäuben lassen? Das wäre echt nett, ja. Ich habe ein bisschen Schlack auf dem Rüssel. Okay, warte, ich hake mich hier in die Ecke rein und dann... Hallo, ich komme hier nicht mehr durch! Zu viele Leichen, ja. Und bist du dran? Besteigst du mich hart? Ja. Oh. So, hier. So. Alle Kinder dieser Erde. Und ich auf die Theke. So, zack.
Disrespect, weißt du? Diesen Stuhl im Eingangsbereich, den würde ich auch entfernen. Ja, der ist gefährlich, Helen. Der ist echt gefährlich. Wenn da Kinder drüber stolpern, ist gar nicht gut. Ja, und die hatte keinen Sitzplatz gefunden, das war, glaube ich, der Stuhl. Und da war noch, guck mal, hier drüben ist noch ein bisschen Blut. Hier, da, wo die Pizza liegt. Ja, ich sehe es. Ja, die kleinen Spritzer sind nicht so dramatisch. Die Hocker sind, kannst du, glaube ich, nicht. Aber die Hocker sind auch unwichtig, die kannst du eigentlich aus dem Fenster werfen. Den normalen Stuhl. Ich glaube, da muss erst das Blut weg, damit sich der heimisch fühlt. Hier, da hast du hast Indianer. Oh, guck mal. Oh. Cherokee. Echter Cherokee. Ich finde, das sieht mehr so ein bisschen Wikinger-mäßig aus, der Style. Das sieht so aus wie meine Mom ist meine Schwester oder so. Was? Meine Mom ist meine Schwester? Ja, so sieht er aus. Okay, kann man. Das ist natürlich. Ist das ein Style? Gibt's den auch bei. Wie heißt diese Seite, die dir ein Outfit nach Hause schickt? Outfittery? Ja, das ist sowas. Aus der Werbung, Alter. Outfittery, oh, was? Oder? Wieso bin ich gestorben? Was schnell passiert? Weg. Ist sie schon wieder. Die dreht schon wieder durch. Ich weiß nicht, sie macht irgendwas in der Toilette da hinten. Ey, ich war gerade vollgefressen, dann bin ich gestorben, weil der Typ mich gegessen hat. Achtung, Vorsicht! Schnell, in die gute alte Ecke. In die gute Ecke. Ey, boah, du bist schon groß. Ich lass mich von dir larven, aber ich bin ein ziemlich kleiner Dings, ne? Dein Rüssel könnte langsam zu groß werden. Lass ihn dir reinschieben, Kleiner. Ich komm mich ja nicht ran, du musst tiefer. Ich komm mich ja nicht ran, du musst ein bisschen tiefer. Du bist echt so klein. Los, ein bisschen runter. Ja, genau so. Genau so. Genau. Nein, jetzt kann ich dich richtig schön von hinten. Gut so. Gut, so, das ist geil. Ja, ist lässig. Ja, das ist lässig. Warum macht ihr das denn immer? Ran. Ich finde euch nie. Ich komm nicht ran. Verrat es nicht, Kreis. Komm, wir gehen ein bisschen tiefer rein. Ich komm irgendwie nicht richtig. Jetzt wieder ein bisschen, noch ein kleines bisschen fehlt. Nee, du musst runter. Ich bin zu fett, um da in die Kante zu kommen. Oder wir gehen, guck mal, hier kann man auch hin. Hier so. Lass mal einfach los. Nee, ich bin schon. Ich komm nicht mal unten durch. Okay, komm wieder zu mir. Ich bin noch nicht ganz fertig. Er ist ein Akt bei der Größe. Ja, bei der Größe ist echt so. Bei dem alten Elefantenrüssel hier. Musst du erstmal machen, ne? Das musst du erstmal machen. Alter, ich glaube, so dick war ich noch nie. Warum ist da schon wieder jemand tot? Boom, Alter. Die Megafliege nannte man ihn. Super die fett. Er ist ja bald so groß wie Helen, Alter. Ja, ne? Alter, guck mal, die generiert hier voll die Punkte. Das gibt's ja gar nicht. Er macht Punkte. Also im Moment ist sie immer noch am Führen, obwohl sie so einen schlechten Service bietet. Ja, obwohl ich richtig scheiße bin, würde ich mal Gedanken drüber machen. Ja, Gedanken drüber machen. Aber du merkst schon, wie wir sie langsam brechen, ne? Kreis, merkst du schon. Aber ich glaube, danach hören wir erstmal zwei Wochen nicht so, ich bin gestorben, der hat mich gegessen. Der hat mich gegessen, ich bin so groß. Der hat sich gedacht, no, ist ein leckerer Snack, ist das eine schwarze Olive? Ey, kannst du mich mal kurz hier... Ah ja, okay. Bist schon wieder gerödelt? Ja, ich wollte dich anrödeln. Oi, 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 der guckt schon auf seine Uhr. Sehr kritische Kundschaft, wie du da hast. Der will da sitzen, guck mal. Ja. Ich bin schon wieder gestorben. Genau, Alter, jetzt bin ich wieder Level 4. Das ist doch so mies. Jetzt wirft sie hier wieder mit so Tabletts um sich. Was? Oh nein! Mann, for fuck's sake. Hör doch auf, Helen. Lass sie doch einfach in Ruhe. Ich hab gesagt, konzentrier dich doch lieber darauf, deine Kunden glücklich zu machen, anstelle hier unschuldige Fliegen zu töten. Das ist nur dein Plan, Mann. Wir rammelten mich hier gerade beim Essen. Ich? Ja, aber du drängst mich ab. So, jetzt können wir beide. Okay, wo gehen wir hin? Lass hier hinten in die Ecke. Das reicht eigentlich erstmal kurz. Okay, wie in die kleine, in die Schnellspritze. In die kleine, ja, in die kleine Schnellspritze. Okay. Guck mal hier, wie sie... Das gibt's doch nicht. Was hast du denn für ein Problem? Wir wollen doch nur unsere Liebe zelebrieren. Sie will jetzt die ganz geheime Ecke. Alter! Finden. Was? Ey, ich war noch in dir drin, als du gestorben bist. Gestört, Mann. Richtig gestört. Na, guck mal, so langsam kriegt sie einen Rhythmus in ihren Laden rein, ja. Und da kommen die Geschäftsleute. Komm schon. Okay, sehr nice. Ich wär auch bereit für Liebe. Hey, der hat doch noch eine alte Pizza da liegen. Ist so. Soll man sich mal nicht so anstellen, ey. Mag jemand noch ein bisschen Liebe mit mir machen? Alter, ich kann gerade nicht, aber hier ist ein Alter. Alter, guck mal, hier ist auch ein riesiger Haufen Pizza hier drüben. Die hat schon richtig angestapelt. an der alten, okay, also an der alten Kante. An der alten Kante, du weißt schon wo. Du weißt schon wo. Die alte Spaßkante. Bist du sicher, dass dir niemand gefolgt ist? Ja, ich bin mir sicher. Okay.
Die alte Spaßkante. Oh ja, ich kann auch, Alter. Ich kann auch ablaufen. Das ist geil, ne? Das ist schon richtig nice. Okay, mein Laufloch ist bereit. Okay. Oh Mann, ich brauche noch einen Spritzer. Hier, nimm noch. Jawohl, okay. Yes, damit hat sie nicht gerechnet. Sie hat unser geheimes Swinger-Versteck gefunden. Guck mal hier, zwei Typen treffen sich am Ausgang, ey. Hier drin ist echt scheiße. Ja, lass lieber gehen. Ey, Fliegen töten bringt dich nicht weiter, Helen. Lieber aufräumen, Helen. Den ganzen Schmutz hier. Da, Menstruationsblut. Vorsicht, da kommt eine Kundin. Schlag sie nicht tot. Schlag sie nicht tot, Helen. Du tauschst mir nicht, was ich zu tun hab. Alter, jetzt dreht sie komplett durch. Früher war ich normaler Mensch. Dann kam der Fliegensimulator. Der hat mich gebrochen. Ich wäre schon wieder. Oh, er will trotzdem gleich, eine Pizza. Er will trotzdem. Ja, vielleicht war er ein Feind von der Frau. Ich wäre eigentlich jetzt wieder. Ich auch. Sexuell bereit. Ecke? Ich finde, wir sollten uns einen neuen Ort suchen. Nee, komm mal mit. Siehst du mich? Ja, ja, ich sehe dich. Okay, komm mit. Wir suchen uns einen neuen Ort. Ja, die hat es irgendwie enttarnt, glaube ich, ne? Ja, ja. So. Guck mal, wie sieht's aus hier in dem Becken? Vielleicht, ja, war mal hier. Nee, hier drüben ist, glaube ich, ganz geil. Guck mal hier. Das ist so ein kleines Strichereck. Das ist dafür konzipiert. Hier steht so eine Nummer. Wir können auch hier. Boah, hier schönes Strichereck. Immer hier, sonntags von 19 bis 24 Uhr. Steht da so eine Nummer drunter. Sieht so aus, als würde ich dir auf den Kopf tätscheln. Aber du bewegst ja noch deinen Booty. Ey, ich bin noch nicht bereit, ich brauche noch einen Spritzer. Echt jetzt? Oh Mist. Ich brauche noch einen kleinen, die so ist aus deinem Detlef. Okay, bist du dabei? Bist du am Larven? Ja, guck mal hier. Okay. Unsere beiden Kinder. Was? Ah, ich dachte schon, ich wäre wieder gestorben. Weil ich eben irgendwie so hochgeflippt bin. Wo ist meine Larve hin? Die ist total weggeschossen. Hatte aber ganz schön Druck hier auf meinem Larvlot. Wir bevölkern einfach die anderen Räume hier. Den Lüftungsschacht. Da sollten wir uns als nächstes treffen. Achtung, die wischt hier wieder radikal durch die Gegend. Aber die ist fast fertig. Man, als Fliege kann man ja gar nicht gewinnen. Alter, das ist... Ja, sie spielt aber auch einen brutalen Stil, ne? Naja. Richtiger Mafia-Style hier. Richtiger Mafia-Stil. Ich hab gerade eine Fliege mit einem Stuhl erschlagen. Alter. Genau das meine ich. Oh Mist. Oh, da war eine Frau, die sagt, what the fuck? Ja, so what the fuck, ich wollte da sitzen, excuse me. Ach du, sie hat eine Schaufel. Die ist unberechenbar. Die ist echt, also die Frau. Veganer sind die schlimmsten, wenn es ums Fliegentöten geht. Oh nein, wieso bin ich gestorben? Tja, weil sie. Was ist passiert? Die hätte ich gegessen, die Alte. Nee, ich glaube, ich wurde geschüppt. Hey! Alter, die ist brutal, die Frau. Das gibt's gar nicht. Aber der Laden leer, ne? Gähnende Leere. Ja, ich weiß auch nicht. Also da war ich schon in besseren Pizzerien. Und ja, ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Also komm, wir fliegen runter zu Tony's, Alter. Irgendwie also schon, ja. Ich glaube, wir gehen lieber zu Tony's. Also auf Yelp werde ich auf jeden Fall eine ganz schlechte Kritik da. Oh Gott! Helen, du! Nein! Was ist das für eine Hinrichtung? Alter, wie krank ist das? Wie brutal, ich musste es mit ansehen. Da sieht man das. Hier, der Mann will eine Pizza, beeil dich mal. Frau. Man muss halt schon gestört Mann, der Pizza sein, will. Wenn man erstmal jemanden... Ich bin schon wieder gestorben. Ey, das ist doch... Das ist doch... Nee, die cheatet doch, die Helen. Die essen einen. Die essen einen auf. Bei lebendigem Fliegenleibe. Schummelhelden. Okay. Hummelhelden? Hummelhelden. Töten Hummeln Fliegen? Ich glaube, okay, waren Hummeln nicht die super friedlichen, die nicht mal einen Stachel haben und so? Oh, doch, for fuck's sake, das ist so geh mal hier lieber in unseren Liebesschacht. Die sieht aus wie ich, Alter. Im echten Leben? Ja. Du bist also eine grauhaarige Indianerin im echten Leben, ja? Ja. Okay. Macht Sinn, oder? For fuck's sake, da ist schon wieder zu viel Blut drin. Oh fuck, die hat fast gewonnen, ne? Alter, das gibt's doch gar nicht. Die hat fast gewonnen. Ich glaub's nicht. Wir kommen nie über 10 Fliegen oder so, die ist brutal. Nee, weil die dauernd hier mit ihrem Spritzpistolen-Schaufeltrick alle wegholt. Ey, das gibt's nicht. Alter, die kommt schon wieder. Ja. Ich muss Blut entfernen, aber ich krieg nichts von der Pizza ab. Alter, was macht sie denn da für ein Schlachtfest? Ist schon wieder wer gestorben? Nee, die kam nicht über den Stuhl, der da im Eingang liegt.
Oh, danke. Schlechte Stuhlführung. Oh! Und da hat sie ihn weggekloppt. Yes. Das war ein Unfall. Und aber jetzt er hat schon den Laden zu. Oh, guck mal, der eine ignoriert das Ganze, aber oh, ist ein toter Mensch. Na, der ist betrunken. Schnell, ein Indianer will Pizza. Ja, ich weiß. Fuck, ey, die rippt uns ab, ne? Eiskalt. Eiskalt, Helen hat. Ich finde, als Fliege bräuchte man nur 2000. So, jetzt habe ich einen super Plan und zwar. Was? Ich bin schon wieder gestorben! Oh, ich hab mich damit abgeworfen! Hast du mich damit abgeworfen? Mit der Pizza, ja. Mit dem Pizzakarton. Du hast jemanden mit einem Pizzakarton getötet? Alter, ich bin laufbereit. Moment, ich brauche noch ein bisschen Spritz im Rüssel. Bin auch bereit. Wo veranstalten wir die Veranstaltung? Ich weiß nicht, Alter, im Larveneck? Oder hier ganz schnell in die Ecke. Einen schnellen Quickie. In die schnelle Quick-Ecke? Ja. Die macht da schon wieder ihre Wasserpistolen voll oder so, irgendwas. Ich höre da deswegen irgendwie so Geräusche. Hey, du rangelst aber ganz schön. Ich muss aber auch rangeln, weil bei dir, ich werde ganz schön unterdrückt. Alpha-Männchen-Komplex und so ein Kram. Ey, wo bist du? Ich will auch. Ich krieg keinen Stich. So, jetzt. Ich brauche noch. Warte. Ein Spritzerchen noch. Einen noch. Alles klar, schnell hier drüben hin. Da gibt's Pizza. Okay. Alter, du hast voll abgelarvt unterwegs. Ich weiß. Hey, guck mal, IGG Games ist connected. Achtung, sie kommt mit einem Mob. Irgendjemand penetriert mein Gesicht. Ich was? Ich hab mir kurz reingerüsselt. Tut mir leid. Alter, sie kommt vor sich. Alter, warum denn, Helen? Du hast doch eh schon so gut wie gewonnen. Gönn es doch. Oh, hey, Mann, Alter, wie sie gegen Liebe ist. Ich bin zu hart gelandet. Oder ich wurde irgendwas von irgendeinem Fernkampf. Merkst du, wie die Frau hart gegen Liebe ist? Gegen Fliegenliebe, ja. Sie ist hart gegen Fliegenliebe. Kann man sich nur so. Für Fliegenliebe. Wie kann man sich nur so ignorant verhalten, Helen, ganz ehrlich? Ja. Hoffentlich. Wo kann ist man so die ganze gemein Liebe sein? Hin? Where is the love? Komm schon, eat me. Komm schon, hier. Achtung, sie hat ein. Oh, was? Oh, ey, ich war doch kurz vor der Befruchtung. Ich bin Alter. Bereit. Lass uns in die geheime Ecke gehen. In die Super Secret Ecke. Okay. Online seid ihr gewonnen. Aber hier noch ist auch 20 ein Bot. Punkte. Alter, das gibt's doch nicht. Schnell in die Super Secret Ecke. Das gibt's doch Alter. Nicht. Wie kann das sein? Also, die Pizzeria kriegt eine ganz schlechte Bewertung von mir. Ich geh jetzt erstmal auf Yelp. Ich werde jetzt erstmal den Laden ganz, ganz schlecht, ganz schlechter Laden. Ja, wirklich, also, richtig mies, warte also. Warte kurz, ich verfasse es eben. Die Oliven waren Fliegen. Ja. Ekelhaft, nie wieder Würk. Hashtag Würkepizzeria. Moment, ich mache auch noch eins. Selten habe ich so einen schlechten Service erlebt. Überall Regelblut auf dem Boden, unfreundliches Personal, kein Lächeln in Klammer. Ich war super nett. Und die Pizza war kalt und vom Vortag. Der nächste Kommentar: Mit dem Regelblut kann ich gut leben, aber der Brokkoli war definitiv von gestern. So, ich verabschiede mich jetzt. Offiziell haben eigentlich die Fliegen gewonnen, würde ich mal behaupten. Unsere Mindgames haben Helen ganz schön an den Rand gebracht. Man hat gemerkt, normalerweise hat sie immer eine sehr große Klappe. Heute war sie sehr still. Dankeschön fürs Zusehen. Bewertet nicht vergessen, wenn ihr noch eine Folge sehen wollt vom Fliegensimulator. Vielleicht schaffen wir es ja mal, Helen so richtig in die Schranken zu weisen. Ja, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Wiedersehen.